Hallihallo und ein herzliches Willkommen bei den Farmworkers hier in Ellerbach. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge habe ich ja gerade mit dem Herrn Mr. Miller gesprochen und habe im Hintergrund mitbekommen, wie es da wohl einen kleinen Unfall gab. Ja, und da Mr. Miller ist natürlich noch in der Leitung drin. Hallo. Und ja, wir steigen jetzt hier im RP wieder ein. Los geht's. Herr Miller? Ja. Wie lange stehen Sie jetzt noch dort unten? Bis der Abschlepper kommt. Okay. Ich würde mal kurz runterkommen. Ich will mal das Schauspiel mal angucken. Mhm. Lieber nicht. Ah ja, das muss ich mal sehen. Okay, dann legen wir so lange auf, ne? Ja, ja, alles klar, okay, ich bin gleich mal da. Ja, bis gleich. Herr Rosenbusch, aber da sollten Sie vielleicht nochmal, da müssen Sie auf jeden Fall nochmal mit dem Grünbaum sprechen. Und mit der Polizei. Weil das ist äußerst dringlich. Legt ihr auf oder legt ihr nicht auf? Ja, wir haben doch aufgelegt. Achso, ich aber nicht. Ups. Safety Pumper, liebe Leute, ist hier ganz wichtig und ich habe zum Glück noch gebremst, dass es nicht an den Baum ging, ey. Gott sei Dank. Das hätten wir im nächsten Unfall gehabt. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Schauspiel jetzt doch mal an. Das ist doch geil. Das ist doch schon wieder geil. Oh, warte, besinn. Bitte. Ich bin jetzt mit alles durch. Wie schaut's aus? Wie ist die Sachlage? Ja, ich habe das Feld 36 noch nicht abgemäht. Also mit der Dings. Lassen Sie erstmal, dann machen Sie eine. Sagen Sie Bescheid, wie viel Gras jetzt drin liegt und. Genau. Hier gibt es nicht zu sehen. Gehen Sie bitte weg. Und eine Rechnung, ne? Jo. Alles klar. Vielen Dank. Jo. Tschüssi. Wow, das Auto sieht aber scheiße aus. Oh ja, guck dir das an hier. Hier gibt es nichts zu sehen. Herr Grünbaum. Ja. Ich habe den Bürgermeister schon so ein bisschen unterrichtet. Sie wissen ja über alles Bescheid. Ich bin dafür, Herr Bürgermeister. Das hatte man doch aber vor einer Woche hatte man das im Gespräch im Stadtrat gehabt. Ja, da sind ja aber diese Erkenntnisse bei mir noch nicht aufgetaucht. Wir haben auch noch nicht bei den Polizisten. Doch, bei den Polizisten war es, glaube ich, schon. Nee, noch nicht. Das ist noch länger her als eine Woche. Das ist ja mindestens schon 3-4 Wochen her. Genau. Es ist natürlich die Frage, das habe ich mir so überlegt. Was wäre denn, wenn die Felder bloß gepachtet werden oder ein Feld davon ich kaufe zum Beispiel? Um welche Felder geht's denn? Genau, wenn ich mal fragen darf. Ja, passen Sie auf. Das geht auf der Straße. Moin. Da ist ja leider der nächste Richtige mit dabei. Ja, welches Auto muss abgeschleppt werden? Ja, warten Sie, der Mercedes. Das geht um die Felder 145, 148, 146, 73, 149. Was fährst du runter? Ich fahr drauf. Hallo. 153, 152, 151, 150. Oh Gott. Die ganzen Felder. Also die komplette rechte Ecke da unten oder was? Ganz genau. Darum geht's. Die werden auch abgegeben ans LU. Ne? Von der Region für die Region. Also. Ne? Wirtschaftlich. Ja, was ist denn, wenn die erstmal nur gepachtet werden? Müssen ja nicht gleich gekauft werden, oder? Ja, würde ich nämlich auch sagen, dass die zuerst pachte, weil... Ja. Weil grundsätzlich hätte ich nämlich auch noch an ein oder zwei Feldern Interesse dort unten. Da sind ja noch ein paar Felder. Da sind ja noch die 125, 122, 124, 123, 156... 154, 159. Ja, aber das andere ist jetzt, wenn ich Ihnen jetzt die ganzen Felder gebe, alle da unten. Nee, alle will ich ja gar nicht haben. Sie, nur die ich gesagt habe.
Ja, da haben sie ja fast die Hälfte von der kompletten, von den kompletten Feldern auf der ganzen Karte. Haben sie dann? Nee, ich würde sagen, das ist der Landhandel. Der hat definitiv mehr. Ja, die Frage ist halt, sie brauchen es doch eigentlich bloß, um dort zu suchen. Also zu suchen, wissen Sie das eigentlich? Warten Sie. Zu suchen und um die Wodka-Produktion am Laufen zu halten. Ja, da könnten sie doch die Felder für ein Jahr pachten. Ja, ob sie dann da drauf was finden. Ja. Und wenn sie dann was gefunden haben, dann können sie das dann wieder abgeben. Ich würde ihn nur zur Seite fahren, dass die Pacht, da brauchen sie ja nicht die Felder, ich mach's gleich schnell. Direkt zu kaufen. Naja, ich brauche die Felder auch für die Wodka-Produktion. Ja, gepachtet, sondern was weiß ich, gepachtet und dann pachte ich die und mit Vorkaufsrecht. Man muss sich dann tatsächlich einfach halten, weil ich kann das nämlich nicht alleine entscheiden. Ja, weil es einfach auch für die Wodka-Produktion ist. Ja, aber sie haben doch oben auch noch genug Felder, wo sie auch noch was drauf machen können für die Wodka-Produktion. Ich habe jetzt genau alles so belegt, wie ich es brauche. Meine Grasfelder, meine Strohfelder und der Rest ist schon für die Wodka-Produktion. Und da komme ich nicht, geht nicht, funktioniert nicht, um sie am Laufen zu halten. Ey, wir können uns doch auf 2 oder 3 Felder einigen. Nicht, dass sie jetzt dann alles kaufen unten. Müsste das nicht eigentlich der Herr Mund dann entscheiden? Es geht doch jetzt bei Ihnen, Mr. Müller, rein um diese Suchaktion. Das ist richtig. Das geht um die Suchaktion. Aber ich bin ja dafür berechtigt, die Firma von dem Herrn Mund aufrechtzuerhalten. Ja, aber das geht ja im Endeffekt auch, wenn Sie es pachten jetzt für ein Jahr. Das sagte ich ja. Ich kann ja alle Felder pachten. Ja. Und aber dann nicht für einen Jahr, sondern was weiß ich, für eine gewisse Zeit. Dann sieht die Stadt Ellerbach, dass die Felder bewirtschaftet werden und nicht brach hier rumliegen, so wie sie es jetzt hier tun. Ja, na gut, das ist schon wahr, ja. Ne? So, ob die Felder jetzt brach rumliegen oder die werden bewirtschaftet. Und wenn ich sie bewirtschafte, hat das LU auch noch etwas davon und die Felder liegen nicht brach lang rum. Weil die Stadt hat nichts dadurch, wenn die Felder da rumliegen und sind nicht verkauft oder verpachtet. Da müssen wir uns sowieso mal Herr Rosenbusch drüber unterhalten, über die brachliegenden Felder, naturschutzmäßig. Mhm. Aber das ist mal eine andere Geschichte, da komme ich nochmal auf Sie zu. So, und ich hab Ausgleichsflächen, ich habe Grasflächen und Kleeflächen, die immer da sind. Die werden nicht überdüngert. Optimal für die Insekten. Ja, wie gesagt, ich sag Ihnen da nochmal Bescheid. Ja, genau. Sprechen Sie nochmal mit dem Lukas und mit dem Peter und mit dem Herrn Saft und dann... Genau, weil jetzt hier... Nein, hier auf der Straße. Entscheiden jetzt. Hab wieso kein Kugelschreiber dabei? Ich auch nicht, weil der liegt im Auto. Ich schon. Ah, ja. Der ist ja gerade abgeschleppt worden, ne? Ja. Schon wieder mal. Hans-Peter? War das Auto nicht gerade bei euch in der Werkstatt? Ja, das hat er gerade vorhin abgeholt. Noch nicht lange her, auf jeden Fall. Okay, gut. Wo sind sie denn überhaupt hingefahren? Mal eine Suche gefragt, wo sie... Na, dann an... Bestimmt gegen Kasten hier, oder? Nee. Nein. Traktor. Schön, volle Pulle an meinen Reifen. Sollen wir bei Ihnen auch vielleicht einmal überprüfen, ob da irgendwas ist, oder... An meinen Ballonreifen? Ja, sein kann immer was. Wissen Sie? Ja, wir prüfen sie. Der Traktor geht wieso weg? Nächste Woche. Übrigens, Herr Rosenbusch, vielen Dank für die Überweisung. Bitte, bitte. Das war ja ganz schön viel, ey. Ja, der kommt nächste Woche zu euch.
Aber so. Aber sie können gucken, kein Problem. Auf den ersten Blick fällt jetzt nichts auf. Im ersten Blick sehe ich jetzt nichts, ne. Nö. Na, Goldberg. Könnten Sie sich einmal reinsetzen, leicht nach links und rechts einschlagen? Haben Sie irgendwie Spiel in der Lenkung? Nee, ne? Nee. So. Dann lassen Sie das mal. Ja. Grünbaum, du brauchst gar nicht mit deinem Mund da irgendwelche Geräusche machen, du. Echt, warum bist du eigentlich hier? Ich war das gar nicht. Ja. Ich hab's jetzt bloß nachgemacht, hallo? Ja. Erzählen kann man viel, wenn der Tag ist. Ich war das gar nicht, hallo, gut, dann, ey. Dann kann ich jetzt da wieder abhauen hier, ne? Ja, also bei Ihren Trecker ist ja jetzt, soweit wie ich jetzt hier gesehen habe, gar nichts dran. Okay, also, dann fahren Sie mal hier Ihre Rostlaube weg. Ich wollte jetzt gerade sagen, weißt du, das ist jetzt geil, ne? Wenn er jetzt voll hier ranfahren würde. Fahren Sie mal Ihre Rostlaube hier weg. Fahren Sie mal Ihre Rostlaube weg. Ey, das ist schon dir, das ist keine Rostlaube, bitte. Schön freundlich bleiben, Sie sind im Dienst, ne? Warum bin ich im... Was für ein Dienst? Na, Sie arbeiten da. Ja und? Benehmlich. Ich bin's nicht, merkt ihr das? Ich bin's nicht. Ist das geil? Also ich stehe direkt auf der Linie. Also direkt am Rand. Geh mal auf der Linie. Aua! Oh, ey, das habe ich jetzt voll gegen Arm gekriegt, ey. Ich glaube, der hat doch ein bisschen Spiel, wa? Ich auch. Oh Gott, ey. Oh, das war aber knapp, ey. Der hat mich bloß so ganz schnell noch gestriffen, aber, ey. Haben Sie gehört? Vorne, die Achse hatte die harte Bissi geknackt. Herr Rosenbusch, ich würde das nicht so laut sagen. Das kommt alles auf Ihre Kappe. Na, warum der Wagen kommt eh zu uns noch, also... Ja, den haben wir schon aufgeladen. Mal wieder. Also, wollen Sie gleich ein neues Auto kaufen, vielleicht? Ich zahle die Rechnung aber nicht. Wollen Sie vielleicht ein Jahresabo bei uns abschließen? Genau. Ein Jahresabo. Da gar nicht dein Mitarbeiter. So ein... Wollen Sie irgendwie so einen Extra-Service, dass man... Ja, das... Also Kosten für eine Abschleppen vielleicht... Eigentlich hat diese AMG einen... Ja. 24 Stunden. Ich habe mir das mal hinten zugehört, ne? Aber kann das sein, dass das hier irgend so ein Abo wird oder was? Ein Abo-Special oder? Was wird das hier? Nee. Sieht so ungefähr, ja. Goldberg. Ich verstehe das jetzt nicht. Der Bürgermeister kann nur nicht fahren. Der hat, pass mal auf, ne? Der hat vor 5 Minuten sein Auto aus der Werkstatt geholt, weil er damit einen Unfall hatte, ne? Fährt ja, ein bisschen fährt bis hierher. Die Frage ist, Unfall. Die Frage ist nur, ist es mein Fass gewesen? Nö. Warum? Ihr Fass, weil der Herr M. das Fass ausgeliehen hat. Also, ihr Fass... Das hat doch mit dem Fass nichts zu tun, der ist in den Traktor gefahren. Ach so, nur ein Traktor, Gott sei Dank. Ich hatte meine Tage gerade, deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Nee. Okay, dann... Ihre Tage. Hä? Ihre Tage hatten sie. Das sehe okay, da muss ich dann aber jetzt einmal los, ne? Also, ja. Mach euch mal aus meiner Leitung jetzt hier. Also, irgendwie stimmt da hier was nicht. Also, Busch, warte mal, komm mal. So, ich bin mal weg. Ciao. Ja, komm mal. Ja, tschüss, Sikowski. Ciao. Gottes Willen. Das sind Kunden. Nee. Gut, okay. Dann wollen wir mal ein bisschen weiter arbeiten hier. So, hoffentlich passiert mir jetzt nicht noch was. Oh, ey, das war sehr knapp, Leute, ne? Also, ich hab's am Arm gemerkt. Ich habe was gedacht, er hat mich getroffen, aber hat er mich zum Glück nicht. Gottes Willen, ey. Ich weiß nicht, ob das ein Goldberg sein Fass war. Das könnte schon sein. Ach ja, so. Na gut. Dann wollen wir mal. So, was ich aber jetzt mache, wir haben ja... Ach nee, wir haben ja alles eingefahren an Heu. Das ist ja schon mal alles weg. Das ist gut so. So, und dann würde ich sagen, jetzt gucke ich mal schnell, wie viel ich hier noch Heu drin habe. Boah, da ist aber heute ein bisschen... geht heute schon ein bisschen was los hier mit dem Trecker. So, dann würde ich mal gucken,
wie viel ich jetzt heute drin habe. Oh, ich muss die Tafel unbedingt mal so einstellen. So, wo haben wir die? Haben wir heute gar nicht draufstehen, hä? Nee, hab ich gar nicht draufstehen. Muss ich es anders machen? Muss in meine App gucken. 163.000. Okay, dann kommen ja hier nochmal ein bisschen was dazu. Gucken wir nochmal rein. 181.000. Okay, sehr gut. Naja, da würde ich sagen, stellen wir den erstmal schnell beiseite hier. Ich stell den mal hier hoch. Und dann, ihr Lieben, werde ich mal ganz schnell runterfahren. Zur Whiskyfabrik und mir ein bisschen Weizen holen. Müsste eigentlich noch welches da sein. Ich fahre einfach mal runter, mal sehen, auf gut Glück. Das müsste eigentlich klappen. Passe ich hier rein? Mal sehen, ob ich überhaupt mal aussteigen kann, ey. Ich komme nicht raus. Mist. Ach. So, na gut. Dann fahren wir mal schnell runter zur Whiskyfabrik. Ups. Und zack. Und holen uns mal ein bisschen Weizen. Den Weizen, wir holen uns den Weizen. Denn damit wollen wir nicht geizen. Du darfst mir eine Frage stellen, natürlich. Warum das? Ja, Grünbaum. Jo, LU hier. Jo. Es geht nach. Wir rufen an zwecks Abrechnung. Ja. Hat man das jetzt schon gemacht? Nee, hat man nicht. Glaube ich nicht. Für was denn jetzt eigentlich alles? Ihre Grasfelder unten. Ah ja, Ne, das könnte sein, dass wir das noch nicht haben. Ich hab das hier auf dem Schirm, also so ist es jetzt nicht. Ja. kleiner Augenblick, muss ich mal schnell was nachschauen. Da kam gerade eine Anfrage rein. Haben wir gleich, Moment. Genau, und sie waren das hier unten. Sind wir bei knapp genau 9000 glatt. Machen wir sofort. 9000? Ja, genau. Müsste da sein schon. Wunderbar. Jo, perfekt. Ja, noch genau. Irgendwelche Aufträge, irgendwelche Vormeldungen, weil wir machen jetzt wirklich nur Abernten, Ende des Sommers und so weiter, nur auf Vormeldung, weil die Anfrage ist zu groß. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Naja, ich sag mal, Warte. Also, was auf alle Fälle geerntet werden muss, weil ich das selber nicht hab, oder selber eigentlich, ja, wird schwierig, ist die 4 und die 5. Moment, Grünbaum, die 4 und die 5, was ist da drauf? Sonnenblumen. Okay. Sonne. Okay, hab ich. Ja. Die
machen wir hier unten mal. Die 92 und die 97. Ja, und der 119. Das andere oben mache ich selber. 97 und 119, was ist da drauf? Bei der 92 ist Weizen drauf, bei der 97 ist Sojabohnen drauf, bei der 119 ist Gerste drauf. Okay, Gerste. Okay, machen wir ihn. Ja. Bauen wir ihn auch ein. Überall mit Spatablage, ne? Ja, das ist also dort, wo es geht, ne? Ist klar. Ja, ja, ist klar. Ist ja nur Weizen. Ja, ja. Und die Gerste geht auch noch. Die Gerste geht auch noch. Ja, ja, genau. Genau. Fahren wir ihn ein, wenn sie soweit sind. Wir warten bis zur letzten Düngerstufe, bis zur letzten Wachstumsstufe. Damit sie mehr Ertrag haben, ne? Ja, ja, das ist, das ist gut so. So machen wir das. Alles klar, weiß ich Bescheid. Jo, jo, tschüss, ich danke. Ciao. Jo, tschö, tschö. So, gut, okay. Dann fahren wir hier mal weiter. Aber ihr Lieben, wir sind erstmal soweit durch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Kommt gerne mal auf Twitch, jeden Montag, Dienstag und Mittwoch. Das sind die festen Zeiten. Ja, und ansonsten macht die Glocke aktiv, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und vor allem, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze hier weitergeht. Oder dann auch natürlich schon im Hinblick auf den LS22, denn der kommt bald. In einem Monat, oder ja, nicht mal mehr ganz einem Monat, ist es soweit. Und wir gehen natürlich auch auf den LS22, ihr Lieben. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, was wir da uns wieder überlegt haben an RP, ja, dann einfach unten Abo drücken. Bis dahin, ich bin erstmal raus, euer Sven vom GameWorld-Kanal. Tschüss und ciao.